Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo Leute, irgendwie waren jetzt hier gerade zwei Airdrops innerhalb von ein paar Minuten. Der Heli ist gerade auch hier. 200.000 Jahre über mich oder über meine Bude hier gekreist. Ja, wir werden jetzt nochmal fix losziehen. Eigentlich wollte ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Oh, ihr seht, ey. Was sag ich? Was sag ich euch? Da muss doch einer von gerufen worden sein, oder nicht? Und der fällt natürlich auf die andere Seite, da aufs Festland. Ja, den muss einer gerufen haben. Problem ist einfach der Heli. Und das Problem ist, ich habe jetzt natürlich wieder das ganze Zeug mit. Ich hält. Da will ich mal gucken, wo der runter geht. Ah ja, und dann kommt noch ein Wolf, ey. Komm, verpiss dich, ey. Oh, kein Stoff mit. Man aus Augen verloren. So eine Kacke, ey. Ging es nur darum, ob den jemand gerufen hat oder ob der, der sah doch gerade schon so nah aus, oder ob der jetzt hier noch auf irgendwo auf unserer Seite oder hier auf so einer Scholle gelandet ist. Aber wie gesagt, die waren so kurz hintereinander. Kackscheiß, ey. Aber der sah gerade schon so nah aus hier. Wo ist der Kackwolf, ey? Ich brauche den Stoff. Dass ich mir ein paar Bandagen machen kann. Ich hätte mal ein Fernglas mitnehmen sollen. Wer weiß, ob denn. Ja, ruhig, Brunner. Der hat doch bitte sich einfach da drüben am anderen Ufer rumsteht. Und der doch nicht gerufen wurde. Na, das könnte doch einfach nur ein Busch sein, ey. Ich gehe eigentlich davon aus, dass er gerufen hat. Aber dann muss der direkt hier auf. Der sah so nah aus. Da muss der direkt hier irgendwo gerufen worden sein. Oder steht er da drüben? Seht ihr das? Der steht da, ne? Hier. Da. Der steht da. Ich werd bekloppt, ey. Das Problem ist, ich werde erfrieren. Weil keine Gesundheit haben. So eine Scheiße, ey. Ja, geht direkt. Der steht da. Das ist der Airdrop. Da. Fuck it, ey.
D13. Das schaffe ich nie. Ich weiß auch nicht, wann der wegspawnt. Oh, ist das ärgerlich, ey. Auch ärgerlich, dass es mit dem Kackwolf. Ich da jetzt mit 52 Gesundheit aufrolle. Ich meine, vielleicht war da schon einer da und hat das rausgenommen und hat da nur ein Teil drin gelassen oder so. Aha, ist die Frage, bei welchem Airdrop, ja? Was ein Scheiß, Leute, ey. Kacke, ey. Ja, wenn wir da sind, ist aber das war der Airdrop. Das hast du ganz klar gesehen. Komm, ich stelle jetzt hier noch eine neue Kiste. Jetzt auch nicht so wichtig, mein Gott, auch wenn wir das jetzt sind, das 500 Cheesepulver oder was? Noch 1000 in der Kiste. Also. 50 Gesundheit, das ist das Übel. Ja, ich habe mir halt in der Nacht auch mal angeguckt, was kostet. Also, das hat mir schon wieder den Zahn gezogen. Ich habe ja gerade so ein kleines Hoch, habt ihr ja gemerkt, durch die beiden Raids kriegst du natürlich ein bisschen Stimmung. Wir haben insgesamt auch da irgendwie 400 Scrap rausgeholt aus den beiden Raids. Und, oh fuck, hier kann ich noch nicht mehr so lang laufen. Und da waren natürlich auch ein paar gute Sachen bei. Gerade hier auch Schalli und so ist natürlich zu gebrauchen. Die beiden Waffenteile natürlich absolut genial. Problem, eine Leiter kostet 250 Scrap. Das Shotgun-Geschütz auch, deswegen das setze ich einfach, bis ich... das macht gar keinen Sinn, dass jetzt irgendwie... Entweder finden wir später nochmal eins oder was auch immer. Auf jeden Fall werde ich das setzen. Ja, ich meine, hier so Schalli war, glaube ich, nur 75. Das ist alles im Rahmen. Ich meine, Leiter, klar, weil man die zum Raiden nimmt. Verstehe ich schon den Sinn. Aber... ja, weiß ich auch nicht. Vor allem das komische Feuergeschütz kostet auch nur 75, aber die Shotgun Trap 250... dazu passend ist, keine Ahnung. Das müssen wir gleich sehen, oder ist jetzt weg. Aber das war auf jeden Fall der Airdrop. Ja, da steht er sogar noch. Auf jeden Fall richtig gesehen. Die Frage ist, ob da noch was drin ist. Ach du Scheiße.
Naja, schade eigentlich, ne? Also ganz klar sagen, eigentlich schade. Wenn wir schon mal einen Airdrop kriegen, dann nur so eine Scheiße drin. Wäre wenigstens eine gute Waffe drin gewesen, aber nein, Doppelschrot, Drecksgedöns. Also dann lieber die Waterpipe, es sei denn, die haben an dem Ding wird verändert, das weiß ich nicht, seitdem ich das letzte Mal getestet habe. Aber ansonsten ist das echt nur für den knallharten Nahkampf, der näher ist wie alles andere. Also sonst kannst du das Ding komplett vergessen, auch mit grüner Munition. Also ich meine, das ist schon mal geil, weil die können wir natürlich leeren. Genauso Pistolenmunition, natürlich auch super. Geschütz, ja, war noch nie meins. Können wir eigentlich auch nichts mit anfangen, außer es aufzustellen. Lernen brauche ich das nicht. Müssen jetzt natürlich noch nach Hause kriegen. Aber ihr seht, die Ecke ist hier ruhig. Weil sonst hätten wir den Elevator wieder nichts mehr drin gewesen. Ja, aber ihr seht, das Rust-Auge ist geschult, ne? Für Entfernung. Ja. Schön wäre es, wenn es exklusive Mumm gewesen wäre. Ich meine, hätte uns jetzt auch nichts gebracht, ohne Waffe und ohne Werkbank 3, aber dann hätte man schon mal ein Ziel gehabt. Aber jetzt irgendwie eine SMG, eine Thompson, ey, das hätte ja schon gereicht. Oder meinetwegen eine Shotgun, aber nicht diese doppelläufige Drecksscheiße, ey. Ja, aber ihr seht halt, was ich meine, ne? Wenn es natürlich sowas, natürlich haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt, weil nur die Shotty da drin war, aber wenn du halt sowas kriegst bei Serverstart und hast da eine SMG drin oder. Ja. Dann bist du schon der Macher, ne? Ja, ist natürlich besser als gar keine Waffe, klar, aber wie gesagt, also die ist so ungenau gewesen. Im Gegensatz zur normalen Waterpipe. Ja, müsst ihr euch halt wieder das Gerenne angucken. Ich kann es nicht ändern, Leute. Ich habe auch keinen Bock hier, die Folgen zu splitten ewig. Aber war ja jetzt anderes Gerenne, ne? Ging ja um Airdrop. Da kann man auch mal rennen. Ich wäre halt gerne rübergeschwommen, aber mit 50 Gesundheit hätten wir es nicht überlebt. Hätte ich 100 voll gehabt, hätte ich es versucht. Weil hätte ich auch versucht, ob wir auf die Schollen draufkommen und so. Gut, das Schöne ist, der Heli ist jetzt auch weg. Gesichtsmaske ist natürlich auch geil. Wollen wir uns ja nichts vormachen. Das Ding ist, wir haben. Kann ich euch jetzt gleich zeigen. Wollte ich euch eigentlich direkt zeigen bei der Aufnahmestart. Aber da habe ich ja halt gehört, ey, zwei Airdrops innerhalb von 5 Minuten plus Heli. Ja, leider wahrscheinlich den schlechteren Airdrop erwischt hier, aber ich meine hier, die scheiß Query können wir noch zerlegen. Weiß nicht, was man da jetzt mittlerweile kriegt. Vielleicht kriegt man eine Ausquap raus, ich weiß es nicht. Müssten wir halt ausprobieren. Wäre natürlich geil, wenn da jetzt irgendwie so 200, 300 Squab rauskommen würden. Aber wahrscheinlich wird das nicht so sein. Gibt es da vier Zahnräder oder was? Aber wir haben auch schon wieder genug Zeug. Also so ist ja auch nicht. Durch die beiden Raids jetzt. Ich glaube 24 Zahnräder oder was und Rohre und. Also da kommt schon wieder ein bisschen Scrap zusammen. Wir könnten wahrscheinlich, wie wir die Werkbank 2 noch hinkriegen. Aber damit sind wir auch schon beim Problem, was ich sehe. Zeige ich euch jetzt. So, hier. Da können wir gleich noch das beipacken. Da geht schon los. Da muss ich hier schon wieder umsortieren. Ja, boah, da gucke ich mal. Das sind alles Sachen, die wir lernen müssen. 750, ja, ist doch mal eine Ansage. 75. Ja, das ist mir doch klar. Dann nimm doch nur einen. 250, 75, 75, Werkbank 2,
Werkbank 2. 250, die würde ich nie ausgeben für diese Kackwumme. Das ist das doch, Leute. Aber Werkbank Stufe 1. Na gut. Sonst hätte ich sie jetzt direkt mitgenommen. So können wir uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Tja, kann die Scheiße schon raus. Das ist noch zum Scrabben. Aber hier, Pulli. Seht, ich muss das schon wieder umsortieren. Hose müssen wir noch leeren, Gesichtsmaske müssen wir noch leeren. Das Geschütz, wie gesagt, kostet wahrscheinlich auch 750. Ja, aber das interessiert mich eh nicht. Ich wüsste, ob es da Scrap geben würde, würde ich sogar scrappen. Da ist mal, ich scrap das. Ich meine, wäre ganz cool, hatte ich sie hinzustellen, ne? Also wenn wir, das, wenn wir nur High-Quality-Metall kriegen, wäre es ärgerlich. So, ich mach das mal eben so. Das packen wir mal als vielleicht da rein. Munition. Das auch hier lassen. Mach doch an hier. Ja, ihr seht, wir haben noch 1200 Schießpulver. Ich wollte euch mal kurz hier, ich habe ja mal alles einsortiert. 384, also wenn wir scrappen gehen, werden wir auf jeden Fall die Werkbank 2 haben. Wenn wir sie haben wollen. Ja. Fragen über Fragen. Aber ihr seht, ne, wir können Zahnräder einige weghauen. Aber ich glaube, das Shotgun-Geschütz. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Ach, wir haben noch ein bisschen Stoff. Naja, komm. Dann mach einfach mal Fälle hier. Gar kein Heckmeck. So. Aus. Ich wollte doch noch was schaffen hier heute. Gib mal nochmal 2. So, mal eben wieder ein Stückchen Tee für den Hals. Gut, auf geht's. Ich weiß, Leute, ihr seht, wie das gerennt. Ich kann es nicht ändern. Müsst damit leben. Ist aber dann bald vorbei. Weil Plan ist jetzt eigentlich, die Base, die wir aufgemacht haben, einzunehmen. Wenn da nicht noch ein anderer jetzt da rumfingert oder was weiß ich was. Müssen wir den Bauschrank da wegmachen, deswegen habe ich die Knochenmesser mit. 4 Stück. Ich weiß nicht, wie die da jetzt abgehen. Ansonsten schießen wir sie weg. Kostet uns zwar irgendwie 22, 23 Schuss oder was, aber scheiß drauf. Ich kann nochmal die Nailgun ausprobieren. Vielleicht richtet die auch noch was aus. Werden wir sehen. Das ist auf jeden Fall der Plan, weil die ist schon 4er Foundation aus Stein. Klar müssen wir da nochmal 2 Türen reinmachen innen, oder 3 sogar. Aber erstmal, um da halt ein bisschen was zwischenzulagern, da stelle ich dann einfach 2 große Kisten rein, eine große, dann mache ich eine Ausrüstung rein. Also einmal so eine Probliege, die wir jetzt auch anhaben. Mit einem Bogen, Crossbow und so weiter. Dass, wenn sie so raiden sollten,
das nicht wehtut und an der anderen Seite, dass wir das bauen können, dass wir da looten können, wenn wir was haben, dass wir es reinlegen können. Und wir wissen ja hier, die Richtung ist nichts. Wir wissen natürlich nicht, wie sich es morgen entwickelt. Aber ich denke mal, weil kalt und am Arsch der Welt und so weiter. Halt. Haben wir ja alles schon besprochen. Ja, gehe ich nicht davon aus, dass jetzt hier irgendwie groß. Und wenn und wir online sehen und er hier gerade loslegt, dann werden wir den natürlich attackieren mit dem, was wir haben. Damit er sich hier verpisst. Ja, weil dann können wir immer rein. Ausrüstung ablegen. Packe ich nur irgendwie vielleicht zwei, drei zusätzliche Ponchos oder so rein, dass wir ein bisschen Wärme haben oder einfach ein bisschen Leder oder was auch immer. Und dann würden wir als Nackter nämlich zurückrennen hier. Das wird dann immer ein bisschen Risiko, weil es kann immer mal einer entgegenkommen, aber wie gesagt, eigentlich ist ja hier tote Hose in der Ecke. Sonst müsste ich da immer zwei oder drei Ausrüstungen haben. Ist ja dann auch wieder Schwachsinn, weil ich mir dann das hin und her Gerenne ja auch nicht wirklich spare. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal gut, um zwischen zu safen. Das ist es ja. Wenn wir die Straße lang gehen, haben fünf Kisten gelootet, können wir es reinlegen. Dann können wir weiter wieder reinlegen. Und dann können wir von da aus zum Scrapper gehen hier. War auch schon die Base hier, oder? Naja, das war das hier. Ist noch nichts passiert oder was? Ne, noch keiner da. Gut, schauen wir mal. Mache ich lieber erstmal das Bett weg. Ja. Und ihr habt es ja gemerkt, also man muss sich komplett umstellen. Man muss also direkt früh auf diese komische Pistole gehen. Dann bekommt ihr auch wieder den Spaß am Spiel. Ist einfach so. Bei den Holztüren konnte man immer raiden. Passiert gar nichts mehr. Also nur noch gegen Spieler nehmen oder was? Boah, es dauert ewig. Ihr seht aber, wenn ihr den nicht einbaut, ne, auf jeden Fall Schloss dran machen, ist super nervig. So hätte ich den vorhin einfach, ich hätte natürlich auch vorhin schon kaputt schießen können. Aber da war es mir erstmal wichtiger, die Sachen zu safen. Ja, was ich sagen wollte, da kommt ihr halt wieder. Also da kommt der Spaß halt wieder ein bisschen zurück. Weil man muss ja irgendwas machen können. Und das Ganze halt mit dem scheiß Ding hier. Auch wenn es nervig ist, aber. Gut. Dafür kostet die Moon nix. Also.
Ich hätte natürlich immer schlauerweise ein bisschen Stoff mitnehmen sollen, dass ich hätte hier schon mal einen Schlafsack liegen. Das Schöne ist auch, ich kann jetzt hier erstmal Moon zwischenlagern. Ja, hier, das sind auch alles Sachen, die du lernen musst, ey. Ach, ich sag's euch, ey, genau wie das Garagentor. Wo gibt mir mal ein Heides mit? Ja, Nägern weiß ich jetzt gar nicht. Also hätte ich mir schenken können, da 3 Stück zu machen, habe ich die. Obwohl ich hier das letzte Video gemacht hatte, da war es euch auf jeden Fall noch so, dass sie Block Damage gemacht hat. Vor allen Dingen an der Holz Foundation. Auch an der Holztür, meine ich. Gut, ja. Wie gesagt, war natürlich totaler Schwachsinn, dass ich hier den Stein mitgenommen habe, weil das will ich hier einmauern. Hier eine Tür, hier die zweite Tür. Und dann die beiden kleinen Kisten weg. 2 große Kisten rein. Fertig. Die kann ich sogar stehen lassen hier. Steinmauer ist natürlich auch ganz geil eigentlich. Gut, bisschen Tageslicht haben wir noch. Ich meine, Stoff stand da vorne ja immer rum, also dann könnten wir noch eben schnell einen Schlafsack reinlegen. Ja, das Ding haben wir ja auch schon hier beerdigt. Das Ding war schon auf. Hier war doch noch irgendwo eine einer Foundation. Mit einer Holztür. Aber ich hole mir eben den Stoff da hinten. Und werde dann eben den Schlafsack definitiv legen. War das ein Schuss? Das ist nackter gelaufen, oder? Egal, ich lege den Schlafsack erst. Sicher, ich sicher. Weil das Schöne ist ja auch, ich kann dann jetzt gleich die Ausrüstung, die ich anhabe, gleich hier lassen. Kann mich killen, kann bei uns hinten spawnen. Pack die Steine in den Tisch, mach noch 2 Türen. Ah, da muss ich erst eine Runde Holz holen. 2 Türen, 2 Codelocks. Und dann ist das Ding fertig. Können wir nochmal einen 2. Stock draufknallen. Können wir nochmal ein bisschen Stein über haben. Aber dann ist gut. Und das Schöne ist, das liegt ja hier ganz gut eigentlich, ne? Ja. Von der Lage her ist das hier optimopti. Putze 2. Obwohl, ich müsste eigentlich nochmal laufen, ey. Bis ich den anderen Scheiß hier noch wegkriege. Aber obwohl das... Können wir das meiste eh scrappen, aber die ganze Scheiße, was er lernen muss, sollte ich noch mitnehmen einmal. Ja. Gut, Leute, es scheint eh Nacht zu werden. Halbe Stunde ist voll. Ich werde mal eben das schon mal so machen.
Nee, gern. Das kann hier bleiben. Ach, hier, guck mal, hier haben wir da sogar noch Steine. Holz haben wir auch noch ein bisschen, das wird aber nicht reichen. Kann ich eine Wand setzen, super. Super, super. Ey, die ganze Scheiße hier, das ist alles, ganz alles nur. Das können wir hier lassen, das können wir direkt wegscrabben. Obwohl, die Klingen lohnen sich eh nicht zu scrabben, die kann ich mitnehmen. Das, das. Leppi kann ich auch mitnehmen und sie auch nicht zu scrabben. Ein Bogen ist auch tutti. Nehme ich den kaputten nämlich mit, dass wir uns wenigstens ein bisschen wehren können, wenn irgendein Tier kommt oder so. Und lass den hier. So. 10 Stoff lasse ich auch hier. Das Fleisch auch. Haben wir auch gleich was hier. Bauplan. Ja, 1, 2, 3, mehr geht hier eh nicht. Ja, da muss erst die Kiste weg. 35 sogar nur, ha? Ja, so mache ich dann mal. Obwohl, das war dumm. Das wollte ich eigentlich komplett zumachen. Ja, gut. Die nehme ich mal mit. Klopp ich bei uns im Bogen. Im Bogen. Im Boden. Und wo komm, hast du übrigens ein bisschen was an, ne? Ja, komm. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde jetzt zurückrennen. Wie gesagt, es wird eh dunkel. Ich werde gucken, dass ich das jetzt hier noch safe kriege. Aber so richtig dunkel wird es dann doch. Und langsam. Ja, und dann haben wir da schon mal eine ganz gute Butze. Klar, ist sie fix gewählt, wenn einer Sprengladung hat. Aber die Frage ist ja erstmal, ob schon einer das Rezept überhaupt hat, den Blueprint. Wahrscheinlich aus irgendeinem Airdrop mal. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber mit Sicherheit nicht irgendwie 200 Leute oder was. Also von daher. Denke ich so als Lootbutze. Ist das schon mal super. Ja, könnte eventuell was werden. Müssen wir mal abwarten, wie sich das hier so weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade hinrenne. Aber gut, dazu dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Ist jetzt wieder nur Gerenne. Also in diesem Sinne, nochmal danke fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.